Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft! Da habe ich eigentlich unerwartet das Holz, das wird gleich mal umgearbeitet. Zack, zack. Und die erste Anzeige, die wir heute machen, ist. Wir. Schön erstmal zurück. Jetzt warte mal ganz kurz. Nochmal kurz. Kommando zurück. Noch diese Eisenspitzhacke und einen Eimer mitnehmen. Wir werden uns erst ein paar Sachen umsiedeln. Dann muss ich noch ein paar Schienen. Ich hab doch glaube ich sogar noch ein paar Schienen gehabt, oder? So unvorbereitet wieder mal. So, wo haben wir denn? Wo sind die Schienen? Ach ja, die habe ich schon verbaut. Das ist so ein Dreck. Da ist auch nichts mehr. Nee. Na gut, ohne Schienen machen. Soweit erstmal. Zack, zack. So, nehme ich will jetzt erst ein paar Sachen umsiedeln. Dann wollte ich mich Schienen noch ein bisschen vorlesen. Und dann geht es halt nur ein bisschen dahin. Eben. Die Sichtweite ist auf normal, ist auch schon schön weit. So. Natürlich keine Kohle, das könnte Probleme geben. Aber das ist schnell abgeschafft, wenn ich hole mir mal schnell einen Baumstamm. Dann stellen wir mal kurz einen Kohle her. Erstmal nehmen wir uns hier ein bisschen Lava mit. Ach, wartet mal ganz kurz. So Leute, der bunte Lauf, ich nehme Minecraft auf und es kommt ein Päckchen. Hey, ist nicht wunderschön. Nehmen Sie immer Lava mit. Halt. Die Lava weg. Nee, die Lava kommt nicht. Da haben sich wohl Scheiße gebaut. Ich wollte doch noch einmal Kohle abbauen. Ach, das wird ein Glauben. Warum das hier sieht so scheiße aus? Da haben wir ein Netherportal. Noch ein paar Schienen. Zwei Minuten Sachen. Ich will nicht dafür opfern. Das reicht voll und ganz aus. Da habe ich hier noch 56 Eisen. Ja, das ist genial. Halt, wow. Da sind denn meine Minecarts. Oh, das ist nicht gut. Na, ich brauche noch ein Minecart, stimmt ja. Ach nö. Ich komme auch mit so viel hin. Kiste? Nö. Da kaufen wir uns eine Kiste für unser Minecart. So, zack, zack. Und Güterlore. Und noch einen Ofen irgendwo gehabt. Überhaupt Stein? Hm.
natürlich, weil ich die Steine habe. Zack, 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 zack. Lore mit Ofen. Hätte sie einfach Lokomotive noch so sagen können. Ach. Und diese Loch mit Ofen werde ich ein paar Sachen umdekorieren. Erstmal will ich hier die Enderperlen mitnehmen. Die Leder kann ich auch mal mitnehmen. Die kann ich hier lassen. Ein paar Stacks Eier kommen mit. Ja, drei dürften reichen. Nehme ich den Stack einmal noch mit. Ein paar Mal Knochen mehr nehme ich mit. Die Steinstufen. Ein paar Steaks kann ich auch noch mitnehmen. Das Gunpowder. Die Samen, aber ich brauche übertrieben irgendwo Samen an, ich will es ja noch nicht. Ich kann hier mein Haus drin Samen anbauen. Das sind, ah, das sind eigentlich so Sitzlinge drin. Den kann ich noch ja nicht für den Sitzling. Der letzte, da unten müssen wir einer mitnehmen. Ach, hier ist doch nur eine Truhe gewesen. Obsidian. Ich würde eigentlich alles mitnehmen. Sagen fast alles. Bogen. Die Tür können wir nicht oben mitnehmen. Das ist Zweier. Wir wollen ja hier alles schön umsiedeln. Gehen jetzt mal ganz langsam hier raus. Jetzt hier eine Lore hin. Und füllen diese Lore erstmal hier. Ein allerlei Dinge. Bis die Lore dann sicher ankommen. Ein paar Sachen können auch hier bleiben. Boah, 14 Eier erstmal gekriegt, geil. Ich nehme noch mal Kürbisse mit. Warten wir erstmal, bis es wieder Tag ist. Ich melde mich gleich wieder, wenn es Tag ist. So, es ist wieder Tag. Und wir machen jetzt ins Los. Warte, also, mal gucken. Wo habe ich denn hier eingeschmolzen? Ach, der Platzkohle. Dann wird brauchen wir so viel erstmal. Das hier ist ein Ofen und das fällt erstmal hinter.
sehe schon einen Konstruktionsfehler bei unserer Bahn. Diesen werde ich mal schnell beheben. Zack, zack und zack. Die Strecke erstmal bis hierhin aus. Okay. Jetzt so meine Karte wieder durchzudrehen. In der Rambawand. Los. Immer hier hoch. Nimm schön. Okay, den Sachen mit hier. Gut. Sui ist immer noch da. Dafür bin ich Erde mit. Soll ich keine Erde mit hinnehmen? Ich möchte mich auch mal hier ein Pferd an. Die Trainer voll durch. Ich möchte jetzt hier ein kleines Fädchen anbauen. Ich hab ja hier bestimmt hier. Oder? Müsste ich eigentlich nochmal hier drin haben. Was ich noch? Erstmal kommen die Enderaugen weg. Alles hier in die Kiste werfen. Ihr kennt mich ja, ortet wird spät. Holz nehme ich mal mit, zack. Lege ich jetzt das Werkzeug da rein, zack. Mitnehmen. Jetzt kommt rein. Rein. Oh, aber noch drei Leder drin lernen lassen. Die Holzkohle packe ich mal in den Ofen. Das Stone kommt mit. Die Strings hier rein. Achso, ja, stimmt. Ah, ich wollte ja noch ganz viel Erde mitnehmen. Und das Samen. Jetzt möchte ich hier und das, keine Ahnung, von der Spitzhacke. Ich habe jetzt ein oder ausgesteckt Computer. Was ist mit der Didin? Wo können wir denn unser Hinterhof hinbauen? Wie sieht es denn hier aus? Hier sagen wir mal so eine Tür noch im Bauer. So weit. Ah, da sind wir ja die Fenster. Nee, oder?
ganz schnell Shift drücken. Ich bin tot. War ja vorauszusehen, dass ich runterfalle. So was schon vorauszusehen. Ah, wir haben eigentlich unseren Wasserfahrstuhl hier. Und hier sind schon so Sachen. Oh, sie von weit gewachsen ist, Junge. Ich hab mal ganz schnell. Ich laufe die Jahre hoch. Jetzt brüllt einer wieder rum hier. Bevor noch jemand rumbrüllt, laufe ich lieber mal hoch. Rüstung gut anlegen. Rüstung. Da ist die letzte. Muss mal anlegen hier das Ding. Voll gepanzert bin. Denn aus Eisen kraft ich mir keine Rüstung. Verschwendung finde ich. Brauche ich mir später eine, wenn wir die Ender Dragon besiegen. Und das wird erst ganz spät passieren. Der Ender Dragon. Oh, erstmal muss ich hier noch ein bisschen Musik anstellen bei Minecraft. Die Geräusche sind nicht so hoch. Ah, das ist schon viel besser. Wie soll ich die mal aufstellen? Ja, schon wieder, ich weiß, wo ich die mal ausstelle. Ich meine Mutter, die hört nicht gerne die Geräusche beim Spielen. Hier ein Wasserfluss. Den Mutter haben sie drunter gefunden. Ein kleines Feld am Baum. Hier sind wir an Abgrenzung hin. Ich würde sagen, einmal bauen wir noch eine. Ein Felddinger. Und hier ist unser kleines Feld. Hier einmal können wir noch bauen. Ganz vorsichtig.
zurück, bitte. Das schlagen wir ab. Und setzen dann hier noch zwei daneben. So. Und fallen erstmal wieder runter. Wäre es das Leben verkürzen, indem ich hochfliege. Macht es für mich einfacher und für euch auch einfacher. Wenn ich jedes Mal wieder hochlaufe, Zeit verschwinden. Ich will das nicht und ihr wollt es auch nicht. Also machen wir es einfach so, zack. Hier unser Level wird niemals einigermaßen hoch sein, weil ich jedes Mal oben runterfalle. Ja, gerade es ist Nacht. Das ist nicht gut. Wie haben wir es jetzt? Ja, ich glaube, ich habe alles. Ich wollte jetzt mal ganz schnell hochfliegen. So hochfliegen hier. Nein, das gibt's doch nicht, ja. Erstmal Dach. Wirklich, haben wir uns da unten spawnen. Ich habe mich ja dafür entschieden, hier oben zu bauen. Boah, auf jeden Fall. Boah, Glück gehabt. So. Creeper! Creeper! Spinne! Erstmal aus dem Gefahrenbereich, ich glaube den Creeper. Hier kannst du schön untergehen, Creeper. Die Spinne hat mich geworfen, also die Spinne jetzt nicht schlecht. Ja, die Spinne war wirklich schlecht. Natürlich sagt ihr, weil genau hier explodiert, wo ich nicht explodieren sollte. Hey! Was macht dieser Zombie da? Wird er von den Oktopussen angegriffen? Geht das? Weiß ich auch nicht. Hier runter geht es zur Höhle, glaube ich. Was ist das? Zwei Stings gedroppt. Ich wusste das doch ganz genau, dass der Typ zwei Stings gedroppt hat. Ekelhafte Dreckspinne. Erstmal muss ich gucken, wo war mein Zeug. Ach hier. Mal sehen. Ja, ich glaube, das soll ich noch. Hier war noch was. Also meine Rüstung ist da, die Erde ist da, jetzt fliege ich wieder hoch. Oh, ist da unten noch was? Nö. Verdammt. Wie ich hier von runterfallen könnte. Drei Fäder hier. Ich finde das reicht vollkommen aus hier.
Oh. Unser Feldchen anbauen. Ich hab ein paar Mal gesagt, ich weiß. Und den Eimer Lava habe ich eigentlich nur auf einen Grund genommen, weil ich das austesten will. Haben wir irgendwas? Ja, Pflastersteine. Den ich mal gucken, ob mein Eimer auf Lava. Komm, das funktioniert ja echt. Das hat für mich mal ausprobiert. Wollte ich mal ausprobieren. Funktioniert ja echt super. Man kann natürlich auch Setzlinge verbrennen. Ich nehme mal dreimal mit. Guck mal die Setzlinge auch noch. Ne, warte mal, die kriege ich mal woanders rein. Ja, packen wir mal drei Setzlinge rein. Und das funktioniert auch. Ich lache mich kaputt. Ich hab bloß einen halben Stein. Achso. Ich kann einen halben Stein. Nein. Achso. Geht einige gar nicht. Setzlinge zu verbrennen, also nein. Mal sehen, wie viel der Eimer auf Lava, wie viel das bringt. Sehen wir nachher. Ach ja. Der Eimer ist auch weg! Das ist ja beschiss! Der Eimer ist auch gleich mit weg! Was hört das mit dir durch? Wo ist mein Eimer? Okay, das ist jetzt doof. Der ganze Eimer ist mit weg! Oh, verdammt! So, ich bitte euch. So eine Scheiße. Ich zwei Mal hoch und runter laufen, mindestens. Hol ich mal schnell mal hier ab. Geht schneller. Mal hier hin. So eine Scheiße. Okay, jetzt ist mal Schrott, was ich da gemacht habe. Den Eimer. Also niemals da, wenn die bei mir finden. Oh, das ist sicherlich eines, den Eimer verliere. Warum verliere ich den Eimer? Ich verbrenne doch bloß den Lava. So, das ist mal fertig. Wow. Wasser mitnehmen. Okay, das sehen wir, was ich hier mache. Das ist ja furchtbar. Baue ich nur Luft, in der Luft alles an, Junge. Ja, stimmt. Ich baue nur eine Baumplantage und ich kann hier hinten irgendwo hinsetzen. Na gut. Ui, das brennt aber ordentlich hier, Junge, die Lava. Gott, oh, weil ja brennt die Lava ordentlich. Hm. Dann ist vielleicht doch nicht ganz so schlecht. Ich auch die Lava hier? Weiß ich auch nicht.
Ich muss ja wieder was herstellen. Noch einmal Lava, einmal Wasser. Das will ich mit Fett anpflanzen. Über die halt kaputte her hier. So, pflanzen wir jetzt noch alles ein. Natürlich muss ich drauf springen. So. So gefällt mir das besser hier. Der Index so schön ein bisschen was. In der Mitte hier. Habe ich nicht vorhin ein paar Türen mitgenommen? Ja, aber ich muss es ja. Hey, da steht der Mond auf. Oh, Halbmond. Ach, schon, der muss ja noch einmal. Wasser wieder aufstehen. Natürlich nicht von der Ecke nehmen. Oh, ich will, was noch fehlt. Ich muss da noch Fackeln hinsetzen, dass da nichts spawnt. Und da könnte das Rennen jetzt platt rampeln. So. Setzen wir nochmal schnell die Fackel hin und dann beende ich erst bei dem Port. Die Lava brennt immer noch, Junge, das gibt's doch nicht hier. Okay, ich sehe schön. Die Vorteile einer Lava-Verbrennung. Fackeln rennen. Jetzt gucken, ob wir hier rein. Endlich mal ein paar Fackeln haben hier. Da noch ein wenig besser aus. Ah.
Warte mal kurz, ich will mal eine Spitzhacke kaputt machen. Die hier und mache eine ganze draus, so. Na, das war's mit so ganzen. Na gut, die kann man als ganz zählen. Die kann man als ganz zählen, wo du es einfach wendet oder so. Wieder keine Ordnung, super. Hier draußen aus. Ich sehe schon, das Fenster ist super platziert hier. Hier kann man schön rausgucken, alles schön wächst. Gehen wir noch mal kurz pennen. Dann das morgen fertig bauen hier mit dem Boden. Vielleicht im nächsten Ort. Noch mal kurz zum Laberbacke gucken. Das macht über den Stack weg, ey. Das brennt immer noch. Schon gebraten, muss roh. Hier noch schnell das Rohe rein. Ja, immer das braten wir mal noch, das Rohe. Ich kriege das Rohe Hähnchen auch noch hin zu braten. Kohlenschreine hinzukriegen. Ja, hier auch noch hin. Naja, ein bisschen hat es sich gelohnt. Es verbrennt auf jeden Fall ganz schön viel. 70 bis 75 Dinger ungefähr. So ungefähr brennt. Nur 70 auf jeden Fall. 70 auf jeden Fall, wie es aussieht. Jetzt haben wir jetzt noch ein bisschen. Sonst noch was zum Braten hier. Aber ich finde das recht ordentlich, was sie braten. Hier haben wir ein paar Clean Stones gemacht. Kann ich die irgendwo hinpacken? Nee. Hier hin. Aber was ich brauchen tue, das brennt immer neu. Das war echt viel, gut. Und wir fressen jetzt den Abschluss und unser erstes Hähnchen. Yam, 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 yam. Gut, und dann beende ich jetzt erstmal den Part. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss.